Thank you.
We'll be right back.
fordern umfassende Aufklärung. In Kiel haben heute mehr als 3500 Menschen gegen den Klinikkonzern Helios demonstriert. Die Gewerkschaften werfen Helios einen Angriff auf das gesetzlich geschützte Streikrecht vor. Verdi-Chef Sirske sprach von einem beispiellosen Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Kündigungen müssten zurückgenommen werden. Nach den heftigen Sommergewittern in vielen Teilen Deutschlands dauern die Aufräumarbeiten an. Die Unwetter haben Millionen Schäden angerichtet. In Berlin-Tegel riss ein Gewittersturm mehr als 100 Bäume um. Mindestens 20 Autos wurden darunter begraben.